Hope tomorrow. Ja. Jetzt kommt der Kleine. Kleine Propellermaschinchen. Wir auf dem Zeltweg, da, die haben leider so schlecht Englisch gesprochen, gell? So mit Händen und Füßen, weil wir halt ein bisschen was da fragen wollten. Chinesen ist, aber die Piloten. Das hat mir so erzählt. Haben wir sie gleich vorgestellt? Ja. Das ist klar, du hast es echt nicht gesehen, wir sind da drunter gestanden, aber erst einmal eben nichts und dann schaust und dann sitzt oben einmal die Flügelräder. Ein älterer Mensch, kannst du dir das nicht vorstellen? Ich war ganz enttäuscht, weil das Flugzeug nur so klein ist. Da redet man laut, dass ich nur mein Handy habe. Da geht beim Nachbarn auf ein Foto. Da schaut es viel besser aus. Der hat eine scheine Kamera. Ich weiß nicht. Normalerweise. Ja, aber dass die dann gehen, wobei die hat ja relativ kurze, die relativ kurze Start beim Verlust kommen. Anschauen, mitgekommen. Und laut ist er. Jetzt wird es laut. Das Launchen war flüstern. Ich habe den erst gar nicht gesehen. Ich war dann fast knapp staunen, wo ich ihn gesehen habe. Er steht mit der Nase Richtung aus. Sie hat ihn zurückgestoßen. Sie hat ihn zurückgestoßen, aber er steht jetzt knapp staunen mit der rechten Nase aus. Also geht er Richtung. Ein bisschen fangen wir wieder. Er steht jetzt auch, dass er bei mir vorbei holen muss. Dann wurde die